So, und da sind wir wieder bei 7 Days to Die. Guten Tag. Wir sind mal nicht gestorben in der letzten Folge, glaube ich. Ja. Aber du bist nah dran. Ja, wenn ich auf den Stachelgang gelaufen bin. Das macht der Bauern immer noch nicht so viel Schaden. Wenn ich zweimal davon getroffen werde, doch. Wenn wir uns gleich treffen oder so, dann kann ich dir ja mal richtig viel Holz geben. Ich hol gerade Erde. Ich glaube, ich werde nach der Folge dann mal was essen. Ja, ich glaube, ich hau mir dann nach der Folge eine Pizza in den Ofen. Wollen wir dann kurz eine Pause machen und dann danach weiter? Eigentlich hätten wir dann genug Folgen nach der hier, oder? Ja, aber wir könnten auch mehr machen, damit wir das dann auch so schaffen, dass wir bei The Forest 7 immer kriegen und hier auch. So, ich habe gerade 2348 Holz, also ich denke, das könnte dir genügen. Ich hol Erde. Da kommt schon wieder ein Screamer aus irgendeinem Grund, aber komplett woanders. Wo? Auf der anderen Seite von der Straße. Wow! Gute Beschreibung. Ja, auf der anderen Seite von der Straße, hinterm Hügel. Weißt du, woran mich Seven Days to Die spielen immer erinnert? Minecraft, aber bessere Grafik. Nee. Also ich würde schon sagen, dass Minecraft eine bessere Grafik hat als ich hier gerade habe, wenn ich die minimalen Einstellungen habe. Für mich nicht. Ja, weil dein PC das auch aushält. Macht schon großartig Geräusche hier. Ja, weil das Spiel scheiße programmiert ist. Nee, das macht aber jedes. Macht er bei jedem Spiel. Pac-Man? Nein. Mein PC macht also bei jedem Spiel solche Geräusche, weil der viele Lüfter hat. Pac-Man. Ja, wahrscheinlich auch bei Pac-Man. Castlevania 1. Wahrscheinlich auch da. Super Mario Bros. Wahrscheinlich auch da. Pong. Allein schon, weil wir das auf einem Emulator spielen müssten. Pong. Ja, wahrscheinlich auch da. Der einzige, wo der nicht solche Geräusche macht, ist, wenn ich Fernsehen gucke. Oder so. Fernsehen vor allem. Apropos, wollten wir nicht eigentlich heute noch begehen, welchen Anime, dass wir das zunächst anfangen? Da fällt mir ein, das könnten wir ja endlich reviewen. Wir können Takagi-san halt. Ja. Das haben wir ja gestern fertig gesehen. Mein Fazit ist, der Lehrer ist der beste Charakter. Mein Fazit ist, wir haben irgendwie immer nur darüber gesprochen und nie wirklich zugehört, was die gesagt haben, oder? Also ich hab... Also zugehört... Bringt, glaube ich, sowieso wenig. Ich habe schon den, den Untertitel gelesen. Ich habe versucht, die Untertitel zu lesen, habe dann manchmal einfach vergessen, worüber die geredet haben, und dann hat er mir zu schnell gedacht. Zu viel gedacht. In der Feuerstation sind ganz viele Zombies aus irgendeinem Grund wieder. Ja, die spawnen da immer. Nee, letztens hatten die das hier in Ruhe gelassen. Ich kümmere mich mal darum, dass die weg sind. Okay. So, glaubst du, 777 Erde genügt fürs Erste? Ja, wenn du daraus solide Erde machen kannst.
Wie viel kann ich da machen? Also nach dem, was ich da alles von Takagi-san gehört habe, dass das auch so richtig gemimt wurde und sonst alles, finde ich irgendwie, es ist wirklich nichts Besonderes. Ja, es ist halt ein Slice of Life. Die Slice of Lives, die ich mir halt angucke, die sind halt immer irgendwie was Besonderes in irgendeiner Art gewesen. Selbst Nonnon-Biori war irgendwas Besonderes in seiner Art. Aber Takagi-san, da passiert doch gar nichts. Der Hauptcharakter ist einfach nur blöd wie sonst nix. Ja. Obwohl das, was er denkt, halt wirklich in irgendeiner Art und Weise halt schlau wäre, wenn es nicht immer dieselbe Person wäre und er immer denselben Fehler machen würde. Ja. Weil der Gedankengang alleine ist schon schlau. Aber nicht, wenn er den immer wiederholt. Warum sind hier jetzt wieder 5000? Ja. Ihr könnt einfach da durchgehen, das ist kein Problem, da ist ein Loch. Braucht ihr nicht ein Loch in die Wand zu schlagen, ihr Dummköpfe. Vor allem, er schlägt ein Loch in die Wand und geht trotzdem durch das andere Loch. Was ein Arschloch. Ich glaube, ich nutze gleich auch mal die Zeit, um unten das Haus aufzubauen. Übrigens noch eine Sage zu Takagi-san, die fucking Stirn. Jede Stirn von jedem im Grunde. Ja, aber hauptsächlich von Takagi und der, die ein Haar im Gesicht hatte. Ich glaube, das reicht erstmal für dich. Ja, soll ich da jetzt alle Spikes machen? Nein. Okay. Du sollst da erstmal aufbauen. Das war Sarkasmus. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Jetzt will ich da jetzt alles zu Spikes machen. Na klar. Wo habe ich meine? Da ist meine Wrench. Kannst am besten auch gleich unten in dem Haus alles fertig bauen, so. Okay. Weil jetzt passiert ja eh noch nichts und jetzt, wenn da was passieren würde, würdest du sehen. Ich hole in der Zeit neues Holz. Du und dein Holz. Das war schon immer so. Baba Baba Yeti Yeti. ja. Das nächste Wieso muss Ziel ich gerade an die Sports? Ich muss jetzt gerade an die Sports deswegen denken. ist. Die Sports ist scheiße. Ja. Und das war schon immer so. Musste gerade an Homo Nuku 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 Apo A denken. Was? Das ist ein Song, der nie kam in High School Musical 2. Aber die wollten den singen. Und den gibt's in High School Musical Sing It. Und da ich ja so ein richtiger High School Musical Fan war, habe ich mir dieses Spiel geholt. Hab einfach nur blöd ins Mikro reinge. Quatsch. Das auch. Hab ich einfach noch bei Jeto. Ich habe High School Musical nie gesehen.
weil es ein Disney-Film ist. Unter anderem, ja. Es gibt Dinge, die kannst du nicht gesehen haben, wenn du einfach nur normal irgendeinen Sender geguckt hast. Zum Beispiel Tom Turbo. Warum auch immer du den Sender guckst. Tom Turbo ist kein Sender. Doch, den Sender, den du da hattest, das war Kika dann. Nee, das war ORF. Also Kika. Nee. Doch, bei uns schon. Das war ORF. Da gerade jemanden. Ah. Hä? Da hat jemand geschrien. Das waren die Kinder in meinem Keller. Ich glaube, ich level demnächst auch, dass ich mehr Schaden mit Stealth Kills mache. Was ist so oft Stealth? Ich meine, wenn wir da nachts da die ganze Zeit das haben, dann mache ich schon Stealth. Und was machst du gerade? Ich baue gerade unten im Haus die ganzen Wände auf. Aber vergiss nicht, dort auch eine Tür dann reinzusetzen irgendwo. Ja, hinten. Habe ich gerade erstmal ein Loch freigelassen, da kann ich später eine Tür hinbauen. Vorne können wir es dann ja auch zumachen. Ja. Da kommt eh keiner mehr durch. A house. Papu. Das wird auch nie jemand verstehen. Das müssen wir gar nicht erklären. Das wollen wir gar nicht erklären. Warum habe ich heute so eine Kröte im Hals? Keine Ahnung, aber soll ich auch noch zu Takagi-san sagen, was ich toll gefunden hätte? Ja. Die tollen Sachen, die ich da immer gesagt habe, währenddessen wir das geguckt haben. Ja. Ich meine, da war. Warum hat Mario zwei Augen, wenn er in der 2D-Welt ist? Das ist voll scheiße in evolutionstechnisch gesehen und so. Ja. Aber mal abgesehen davon. Weil die Ziege super. Bär! Nani! Was soll ich denn da machen? Wo bist du? Ich meine, das Gute ist, der. Wenn der angreift, bleibt er stehen. Hund! Aber der Hund trifft mich, ist das Problem. Level up. Den Bär angeschossen. Er kommt auf mich, oder? Nö. Ja. Nee. Ich hab ihn umgebracht. Ha! Leg dich nicht mit mir an! Leg dich nicht mit Sohan an! Wer von uns kriegt eigentlich mehr aus dem raus dann? Ich hab ne Mod fürs Messer. Aber kriege ich nicht plus 60%? Warum hört sich der an wie ein Bär? Hört sich an wie ein Fass. Sieht doch aus wie ein Fass. Ich habe übrigens Steroide genommen. Aber. Ja,
Natürlich treffe ich dann nicht. Ha! Warum kommt da einfach ein Bär aus dem Nichts? Der mochte die Ziege, die ich erwähnt habe. Vor allem, wie scheiße sind Bären, bitte? Ich laufe einfach nur ganz langsam rückwärts und überlebt es. Der hat mich nicht einmal getroffen. Warum sind sie eigentlich so fett? Die haben viel gegessen. Was? Scheiße. Na. Aber was? Aber was? Scheiße. Na. Scheiß ist Scheiß. And we all have more. We all have the best. Ich kenne den Text nicht. Ich könnte jetzt, glaube ich, einen besseren Schraubenschlüssel für uns machen. Ich weiß nur nicht, ob das lohnen würde. Wahrscheinlich nicht. Ich meine, der nutzt sich nur, wenn wir was zerlegen. Wann zerlegen wir was? Öfters. Ich nicht. We all live in our web. Sieht schon besser aus. Da oben sind aber noch freie Stellen, wo man durchkommen könnte. Die sind nämlich mal wieder aus derselben Richtung gekommen, wo du gesagt hast, dass die herkommen. Ja. Einfach von hier oben. Ist einfach offen. Ja, ich kann leveln. Was leveln wir? Rhetorik. Dann kannst du den Zombies diplomatisch ausrichten, dass sie gehen sollen. Ich könnte jetzt natürlich auch erstmal sparen, dass ich Strength Level 5 krieg. Kannst du? Du kannst es aber auch nicht machen. Du kannst es auch seitwärts. Asterix erobert Tron war ein guter Film. Und mich hättest du den Namen eh nie herausgefunden. Herausgefunden. Das ist doch der True Name, oder nicht? Genau, das davor war einfach nur ein Da Vinci Code. Ich hab mal herausgefunden. Und dann hast du den dadurch herausgefunden. Weißt du, warum ich umgespielt deabonniert habe? Milch ist Gift. Nein. Gift ist Milch. Weil es mir auf den Sack ging, dass der die ganze Zeit jeden Tag aus irgendeinem Grund einen Livestream gemacht hat. Und ich das die ganze Zeit in der Nachrichtenbox da hatte. Und da hatte ich keinen Bock drauf. Wie kommst du jetzt überhaupt auf umgespielt? Weil ich gerade eine Nachricht von YouTube bekommen habe auf meinem Handy. Ich hasse das, wenn das nicht irgendwie mit einer Nachricht wie von, da hat jemand was zu meinem Video geschrieben, ist. Und ja, man kann das ausschalten und ja, YouTube sagt dann einfach, ja fick dich, wir machen das wieder an. Ich meine, bei mir war das noch nie so, aber okay. Hast du auch irgendwen abonniert, der überhaupt live streamt? Ja. Auf YouTube? Ja. Selten, aber ja. Und die Streams sehe ich mir dann meistens nicht an. Ich auch nicht.
Ich sehe mir eigentlich nur die Streams auf Twitch an. Ich auch nicht. Ich schon. Ich mag Livestreams. Hast du zurück? Wieso? Ja. Das Live ist oder was? Falls mein Internet zieht. Die Ziege war super. Die Ziege war das einzig Tolle daran, glaube ich. Das war das Beste daran. Der Lager war auch toll. Die hätten mehr solche Momente da rein tun müssen. Deswegen sage ich ja, der eigentliche Plotpoint hätte sein sollen, dass die Kannibalin ist und den halt essen will. Das fände ich toll. Das fände ich toll. Oder halt irgendwie sowas, wo die halt richtig sadistisch sind. Aber das war es nie. Ist einfach wie gesagt, Takagi-san ist einfach das Prequel zu Akagi. Ja, die haben halt auch wenn das Jager dann nachspielt. Die haben nur noch nicht die Nasen richtig. Ja. Irgendwann dann schlagen die sich einfach mit einem Tennisschläger dagegen und dann ist das so. Also Kinder, merkt euch, wenn ihr euch mit Nasen schlagt, genau, Tennisschläger schlagt, werden eure Nasen dreieckig. Und ihr werdet gut in Mahjong. Ja, ihr werdet gut in Mahjong. Aber schlecht in anderen Gambles. Zum Beispiel Stärke, Stein, Papier. Stärke, Stein, Papier. Gleich kommt hier wieder ein Bär an. Babababababybell. Das macht jetzt auch so viel Sinn. Bärbibell. Bärbibell. Komm, Bär. Äpfen hier und dort den lieber Schall. Für sie, sie sind für dich da, wo sie gehorchst. Schön, wie ruhig die Zombies hier einfach sind. Hä? Ich bin hier im Haus reingegangen, hab die mir angeguckt und die sind einfach nur aufgestanden, sind ein bisschen weitergegangen und dann. Oh. Okay. Das Haus ist aber immer noch nicht komplett zu. Hm? Ist voll die ganze Seite offen. Folgen die Typen mir? Ja. Wetten, die schlagen hier trotzdem wieder alles kaputt. Ja. A T-Game is screamed God. Rumble Tumble. Schlägst du da gerade was an oder sind das die Zombies? Also ich bin's nicht. Doch bist du! Nein. Ich hab Müll gefunden. Ich seh dich! Ich seh dich! Wie du deine Sachen zerstörst. Ich zerstöre da nichts. Doch! Nein. Welche Spiele soll das dann sein? Du? Nee.
Das ist nicht das richtige Werkzeug. Bongo bongo bongo, I wanna leave the Congo, no 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 no. Jingle jingle jingle, I wanna leave the jungle, I refuse to go. Jingle jungle. Hattest du hier nicht mal wieder einen neuen Raum reingebaut? Wieso? Wo das Badezimmer wieder offen ist. Was? Das Badezimmer ist wieder offen. Nande. Die Wand habe ich nicht gesehen, dass die fehlt. Bau dann mal eine Tür. Direkt eine Eisentür. Sieht schon viel besser hier drin aus, vor allem mit dem Stein in der Wand. Selbst da oben fehlt halt einfach komplett. Ja. Hier ist sogar ein verstecktes Durchsuch-Ammo. Was? Ja, war da oben. Da oben. Oh. Oh. Es steht ein Haus in Neu-Berlin. Es heißt Haus Abendrot. Hinter dir ist auch noch eine ganze Wand, die man zumachen kann. Ja. Ich mach das hier oben. Das habe ich für einen Frosch im Hals. You are thirsty. Warum wechselt der immer einfach ohne Grund meine Items hier um? Das mache ich nicht mal. Willst du es wirklich hier zumachen? Dann kommt man aber nicht mehr hoch, ne? Doch. Wie denn? Geh mal weg, zur Seite. So. Nö. So wie es halt vorher. Kommen die da auch hoch, ne? Nee. Warum repariert man die Badewanne eigentlich mit Steinen? Keine Ahnung, warum repariert man die überhaupt? Weil ich einfach probieren wollte. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall wieder ein Haus. Das deinen Namen trägt. Hoch am Himmelszelt. Schenke ich mir eine Nacht. Ich hab jetzt auf jeden Fall da eine Tür hingesetzt. Eine Frau, die mich nach Hause trägt, der Aspirin aufs Kissen legt. Wieso gibt's das eigentlich in SingStar? Hä? Das gibt's in SingStar.
einer Frau. So, hab das hier so gemacht. Da oben ist noch halt. So, aber dann hätten wir hier eigentlich alles. Sieht die Küche halt nicht mehr aus wie eine Küche, aber das braucht kein Mensch. Wir brauchen keine Küche, wir haben ein offenes Lagerfeuer in einem Raum. Jetzt machst du das hier auch noch zu. Ja. War immer so eine tolle Abkürzung. Hä? So eine tolle Abkürzung nach oben. Was? Das wollte ich jetzt auch zumachen. Bist du überhaupt? So ein schönes Geräusch. Aber gut, ich glaube, wir könnten die Folge hier jetzt beenden. In diesem komplett chromigen Raum, den du noch chromiger gemacht hast, als er vorher schon war. Also ich habe in den letzten paar Folgen nie was gemalt. Gut. Würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Gute Nacht.